Hi, meine Lieben, Stina von Zwillingsflamme 1111 hier. So, es wird mal wieder Zeit für ein paar neue Kartensets, die ich mir zugelegt habe. Und zwar möchte ich jetzt gerne mit euch das Telema-Tarot auspacken. Das habe ich bei einer Kartenlegerin in Australien oder aus Australien gesehen und fand das total schön. Das ist jetzt auch schon so ein bisschen länger her und habe die Karten jetzt wieder entdeckt. Und habe gedacht, yay, die möchte ich jetzt ganz gerne irgendwie in einem neuen Zuhause begrüßen, und zwar in meinem. Und die packe ich jetzt mit euch aus. Also diese Box ist etwas anders als die normalen. Wie man hier sieht, haben wir hier oben praktisch die Öffnung. Also die ist recht stabil. Ich finde die auch ganz schön gemacht, mit so kleinen Sternen hier und schon dem Eindruck, was am Tarot auf uns zukommen kann. Ach, hier sind noch in Folie eingepackt. Ich muss mal eben kurz schauen, dass ich das mal eben hier aufreiße für euch. So. Okay. Also, wie gesagt, Telema. Aber wir gucken uns jetzt erstmal eben kurz das Buch an. Also, das ist recht stabil. Hier wird wahrscheinlich auch das ein oder andere drinstehen. Ich finde, das ist auch sehr schön gestaltet, dass man hier so ein bisschen den dunklen Rand hat. Also da hat sich auf jeden, die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben hiermit. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein einfaches kleines Büchlein, was dann nach dreimal Lesen auseinanderfällt, sondern wir haben hier auf jeden Fall etwas, was ein bisschen stabiler ist. Und auch jede Karte, also das ist schon relativ ausführlich, was dann hier dazu geschrieben wird. Die Karten sind auf Englisch. Ich weiß nicht, ob es die auf Deutsch gibt. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal der Fall sein, dass die vielleicht auch auf Deutsch eingeführt werden. Also hier hinten ist auf jeden Fall ein deutscher Text, sehe ich jetzt gerade. Für die, die das auf Deutsch lesen möchten, die auf Deutsch lernen möchten, sich darüber informieren möchten. Und auf Deutsch ist es auf jeden Fall auch hier hinten drin. Das haben wir nicht immer bei allen Karten. Oft sind viele dann Französisch, Deutsch, Spanisch bzw. Englisch und das Deutsche fehlt. Aber die geben sich mittlerweile auch Mühe auf dem Markt dann eben die deutschen Texte mit einzufügen. Ja. Also das Telema-Tarot von Renate Lechner. Die sind so ein bisschen verträumter, die Karten. Also sehr fantasievoll. Ja, der Narr, der Magier. Ihr seht schon, ne, dass es hier leuchtet. Also die Karten haben auf jeden Fall eine eigene Magie. Die Kaiserin. Ihr könnt euch mal durch meine anderen Videos durchklicken. Da packe ich auch andere Tarots aus, mit denen ich arbeite. Also da werdet ihr auch sehr große Unterschiede sehen. Ja, es gibt, wie gesagt, wahnsinnig tolle Künstler weltweit, die sich sehr viel Mühe geben, die über alle möglichen Kunstformen verfügen. Ich habe jetzt letztes Mal auch irgendwie Gummibärchen-Tarotkarten gesehen, die fand ich ganz süß. Allerdings werde ich mit denen nicht arbeiten, der Hohepriester. Und da ist eigentlich für jeden Geschmack was dabei, also für jeden, der sich angesprochen fühlt, irgendwie mit Tarotkarten zu arbeiten. Na, wer sucht, der findet, und ihr werdet bestimmt irgendwie das ein oder andere Tarot finden, mit dem ihr euch anfreunden könnt, was eben auch zu euch spricht. Immer die Liebenden. Ist auch schön mit dem, na, mit dem Engel hier oben drüber, der beide segnet. Der Wagen. Die Stärke. Ja, also der Löwe ist überall vertreten auf der Stärke. Der Eremit, der mit seiner Fackel durchs Dunkle leuchtet und Erleuchtung sucht. Das Rad des Glücks oder das Rad des Schicksals, das sich ja immer weiter dreht und dreht. Die Ausgleichung. Nein, Justice. Der Gehängte. Der Tod. Also ich meine, eindeutiger geht es ja schon fast gar nicht mehr mit seinem dunklen Gewand. Temperance. Der Teufel. Der Turm. Auch eine tolle Karte, die sehr viel Heilung beinhaltet.
Na, ihr seht, dass das alles halt, ne, ein bisschen verträumt haben. Ne? Also, ne, ja, nicht wirklich pastellig, aber ja, sehr, sehr verträumt und verspielt finde ich das hier. Obwohl ne, die Karten jetzt nicht zu voll sind von irgendwelchen mystischen Symbolen oder so, wo man ja jetzt dann jahrelang irgendwie nachforschen muss, was jetzt was bedeutet und man zum Schluss dann gar nicht mehr irgendwie weiß, wo der Hase langläuft. Also die Karten hier, die sprechen auch relativ eindeutig eine relativ klare Sprache. Und zeigen eben auch direkt, ne, direkt, worum es geht. Die Sonne, das Gericht, die Welt. Das ist auch sweet. Und dann haben wir hier das Ass der Kelche. Zwei der Kelche. Ich habe gerade davor ein anderes Tarot ausgepackt. Das ist komplett anders als das hier. Wie gesagt, diese Vergleiche finde ich eigentlich immer ganz schön. Da kann man nämlich auch direkt mehrere Decks miteinander mischen. Vier der Kelche. Oh, jetzt ist mir eine runtergefallen. So, jetzt nehmen wir die hier. Fünf der Kelche. Ja, dass man ein bisschen traurig ist. In sich gekehrt. Sechs der Kelche. Da wird schon wieder ein bisschen fröhlicher. Sieben Kelche. Acht der Kelche. Die fand ich sehr, sehr interessant hier. Also auch mit dem Mond, ja, diese Ausdruckskraft, die dahinter steckt. Und neun der Kelche. Und die zehn der Kelche. Sehr schön mit den beiden Schwänen. Also die emotionale Vereinigung. Page of Cups. Knight of Cups. Der Ritter, der mit seiner romantischen Geste kommt. Queen of Cups. Und den King of Cups. So, wir haben jetzt hier die Scheiben, also das Erdelement. Zwei der Scheiben. Drei. Die vier. Ich werde jetzt nicht so viel zu den Inhalten sagen, sondern es geht jetzt, wie gesagt, darum, dass ihr euch die Karten anschaut. Weil da kann man stundenlang drüber sinnieren, ne? Welche Bedeutung jetzt welche Karte hat. Das soll ja kein 78-Stunden-Video werden, sondern einfach nur einen Einblick geben und dem Künstler Huldigung geben. Ja, der dieses tolle Werk hier erschaffen hat. Sieben der Scheiben. Die acht der Scheiben. Die neun der Scheiben. Die zehn. Ich guck mal eben, ob ich das Licht ein bisschen besser hinbekomme. Schauen, ob es jetzt ein bisschen besser ist. Ich glaube schon, ne? The Page, also den Pagen. Den König der Scheiben. Ach Quatsch, gar nicht, war der Ritter der Scheiben, sorry. Die Königin der Scheiben, auch sehr schön. Ich find die Farbgebung hier sehr, sehr, sehr schön. Sehr imprägnant. Man weiß also, ne, auch direkt dann, worum es geht, wenn man sich ein bisschen mit der Analogie auseinandersetzt. Ja, haben die Feuerkarten. Der Stäbe. Zwei der Stäbe. Drei der Stäbe. Vier der Stäbe ist eine sehr schöne Karte, die Vier der Stäbe. Die mag ich, da freue ich mich mal, wenn die gezogen wird. Fünf der Stäbe. Acht der Stäbe. Die neun. Und die zehn. So, dann haben wir jetzt noch den Pagen,
den Ritter, der mit seiner Aufbruchsstimmung kommt. Die Königin. Und den König. So, und jetzt kommen wir zu den Schwertern. Also das Element der Luft. Zwei der Schwerter. Die drei der Schwerter. Falls es euch zu schnell geht, könnt ihr natürlich immer gerne anhalten. Vier der Schwerter. Fünf der Schwerter. Sechs der Schwerter. Sieben. Schleicht er sich hier raus mit den Schwertern. 8, 9, 10. Ja, also die Karten haben jetzt so ein etwas dunkleres Gemüt, aber trotzdem sind sie bunt und irgendwie schön gemacht. So, wie gesagt, also da ist halt so eine etwas dunklere Verträumtheit hinter. Und manchmal gibt es ja auch sehr ernste Themen. Die Königin der Schwerter im schönen Kleid und den König der Schwerter. Hier gibt es auch wieder eine Abschlusskarte, die einfach nur sagt, was es ist, worum es geht. Insgesamt finde ich das Thema Tarot sehr schön. Das war ein guter Kauf, den ich da getätigt habe. Wie gesagt, vielleicht ist das für den einen oder anderen auch was. Das Thema Tarot und ja, es wird bestimmt bald das ein oder andere Video geben, in dem ich mit diesen Karten arbeite und ihr dürft euch darauf schon mal freuen. Bis dann, bye bye.